Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Christian Teichmann ist bei uns zu Gast, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Wir haben über ein richtig cooles Investment gesprochen, das Burda getätigt hat im Bereich Cybersecurity in ein Unternehmen aus Amerika, das nennt sich Expel. Ein sehr spannendes Thema, das haben wir auch zum Anlass genommen, um ein bisschen allgemeiner über den Bereich Cybersecurity zu sprechen. Wir haben aber auch über den Bereich Cryptocurrencies gesprochen und wir haben natürlich über Burda Principal Investments gesprochen, weil die in über einem Jahr Podcast noch nie bei uns zu Gast waren. Ja, deswegen sind wir so ein bisschen tiefer eingetaucht. Ich hoffe, das in eurem Sinne wird ein spannendes Gespräch, kann ich euch versprechen. Kurz nochmal der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer, die dann mal wieder drei junge Unternehmen vorstellt in unserer Reihe junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben eine Reihe ins Leben gerufen vor etwa zwei Monaten, wo wir Unternehmen, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal 1 Million Euro an Investments bekommen haben, hier vorstellen. Dieses Mal sind es Unternehmen aus dem Bereich Kundendienst aus der Ferne, Tickets für Lieblingssportarten und ein digitaler Audiokiosk. Also ihr seht schon, auch ein bunter Reigen an Themen. Macht großen Spaß dazu zu hören. Das kommt dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Christian Teichmann, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Werbung. Moss, der Plattform für alle Unternehmensausgaben. Viele von euch kennen Moss als starke Firmenkreditkarte für Startups. Jetzt managt ihr mit Moss auch Eingangsrechnungen digital und exportiert Buchhaltungsdaten über die integrierte Dativ-Schnittstelle mit wenigen Klicks. Obendrauf erhaltet ihr auf jede Zahlung mit Moss 0,4% Cashback. Mit dem Gutscheincode INSIDER nutzt ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen auf getmoss.com/insider. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast Christian Teichmann, CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Also ich freue mich sehr. Christian Teichmann ist hier, CEO von Burda Principal Investments. Hallo Christian. Ja, grüß dich. Hallo, freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Und ja, wir haben gerade schon im Vorfeld festgestellt, wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen, weil wir euch im nächsten Jahr nochmal hier zu einem ausführlichen Porträt einladen. Aber ihr habt gerade ein interessantes Investment getätigt und damit auch, vielleicht kannst du auch ein paar Hintergründe zu dem Bereich gleich mal geben, denn ihr interessiert euch gerade zumindest ein bisschen mehr für das Thema Cybersecurity. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl mal ein, zwei Sätze zu euch. Ja, also lieben Dank für die Möglichkeit heute da mal ein bisschen über Burda Principal Investment zu sprechen und auch über das, was wir jetzt dann auch im Cybersecurity-Bereich machen. Wir sind ja ein klassischer Finanzinvestor, Wachstumskapitalgeber, immer mit einem klaren Fokus auf Consumer Digital, Consumer Tech. Wir sind Teil von Hubert Burda Media, aber als klassischer Finanzinvestor eben unterwegs. Und für uns ist eben der Cybersecurity-Markt eines der Schwerpunktthemen jetzt auch für die nächsten Monate und ich würde mal sagen, vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre auch. Dort hat sich extrem viel getan. Viel VC-Money ist da reingegangen und wir haben uns das Thema auch jetzt über die letzten 18 Monate sehr intensiv angeschaut. Mhm. Vor allem auch mit der Hilfe von unserem Burda-internen Cybersecurity-Team, die uns da sehr geholfen haben, den Markt für uns zu sortieren. Und wenn du sagst Burda intern, muss man vielleicht nur einmal kurz erklären, für die euch nicht kennen, also Hubert Burda Media ist ein Riesenunternehmen, ne? Ist glaube ich so mit Axel Springer, gibt vielleicht noch ein, zwei andere, so eines der größten Medienunternehmen, zumindest aus der, ich weiß gar nicht, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so aus der alten Medienbranche noch und ist aber genauso wie Axel Springer oder ich weiß nicht, was ist das, Funke Medien oder so, das sind glaube ich alles so die Leuchtturmbeispiele hier in Deutschland, im permanenten Wandel, ne? Absolut und ich glaube, das hat ja, Burda hat ja da sehr früh begonnen, schon in den 90ern haben die ja immer wieder auch außerhalb vom Konzern in digitale Themen investiert, in digitale Firmen. Burda war ja auch einer der frühen Investoren in Etsy, ist ja jetzt mittlerweile ein börsennotiertes Unternehmen mit ein paar Milliarden Market Cap weltweit aktiv. Das sind so klassische Beispiele, wo Burda sehr früh auch außerhalb vom Konzern in solche Themen investiert hat, um zum einen natürlich auch fürs eigene Geschäft zu lernen und zum anderen eben mit dem Wissen, was man eben über den digitalen Bereich hat, eben auch
Financial Profits zu machen. Und ihr seid unabhängig, ne? So habe ich es richtig verstanden, habt auch dementsprechend eine ganze Reihe, also jetzt mit Burda Principal Investments habt ihr eine ganze Reihe an Themen, die ja vielleicht nicht aufs klassische Mediengeschäft einzahlen, ne? Ja, also wir sind eigentlich ein klassischer Finanzinvestor, wie jeder andere VC auch. Wir investieren hier ohne irgendwelchen strategischen Hintergedanken oder dass wir irgendwelche besonderen strategischen Rechte irgendwie einfordern. Das machen wir alles nicht. Wir sind ein klassischer Finanzinvestor. Ich glaube, was uns verbindet mit dem Haus, ist natürlich der Fokus auf den Consumer, auf den Konsumenten und auf Konsumenten fokussierte Geschäfte. Ja, kann ich dann mal eine allgemeine Frage nochmal stellen? Und zwar, man sieht ja relativ häufig Corporate Venture Arme. Und jetzt seid ihr dementsprechend vielleicht gar nicht so ein klassischer, ja. Aber ab wann macht es denn Sinn, sich nicht mehr rein mit strategischen Themen zu beschäftigen? Also ich nehme an, jetzt Commerz Ventures gibt es oder BMW hat einen eigenen Arm oder ich weiß nicht, gibt glaube ich zahlreiche hier auch. Der Max Fissmann, ne, hat einen eigenen Venture Arm. Und eigentlich würde ich doch denken, man macht das immer aus der Motivation heraus, mehr zu lernen fürs eigene Haus, für das eigene Stammgeschäft. Aber das ist bei euch gar nicht der Fall. Wann entschließt man sich lieber auf die Kapitalrenditen zu gucken? Ich glaube, das ist dann, wenn es am Ende die Frage, was ist eigentlich der Hauptgrund, warum man so ein Geschäft eigentlich betreibt. Und bei uns ist es ganz klar einfach ein zusätzlicher Erlösstrom zum Hauptgeschäft. Mhm. Also wir haben wir sind dadurch, dass wir wie jeder andere VC auch, wir gehen rein und dann irgendwann auch wieder raus. Und dieser Profit ist ein Beitrag zur Konzern-P&L. Mhm. Und das ist eigentlich das ist unser Hauptauftrag. Und dann gibt es natürlich, es gibt verschiedenste Facetten, wie du schon richtig gesagt hast, im Corporate Venture Bereich. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe an Corporate Venture Firmen draußen, die einen klassischen Fokus auch auf Owned and Operated haben, ne? Die also mal einsteigen, dann mal das Geschäft kennenlernen wollen und irgendwann dann sich auch vorstellen können, das komplett zu übernehmen. Und das ist aber bei uns nicht die Idee. Ja, und wahrscheinlich habt ihr mit Etsy damals auch einen sehr guten ersten oder sehr glücklichen Griff getätigt, ne? Ich hatte jetzt gerade mit Louis Hannemann dass wir über den ProSieben Accelerator von vor, ich glaube 2013, 2014 war das, glaube ich, gesprochen haben, Epic Ventures. Und da war ja auch dieser Rückenwind durch Zalando damals, ne, wo man dann gesagt hat, komm, wir machen mehr aus diesem ganzen Thema. So ist es vielleicht eben bei euch ja auch mit Etsy gewesen. Und dann habt ihr, wenn ich es richtig sehe, ein paar tolle Investments getätigt. Vinted ist ja, glaube ich, ein Thema bei euch, ne? Ist ein Unicorn, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Carsum habt ihr gerade irgendwie announced als Unicorn. Also da sieht man schon, dass das Portfolio kann sich sehen lassen, ne? Ja, also wir haben ja 2015, ohne dass ich jetzt sozusagen unser Gespräch im nächsten Jahr vorgreifen möchte, aber wir haben ja 2015 mit Burda Principal Investments begonnen. Da sind der Martin Weiß und ich zu Burda gekommen damals, um eben Burda Principal Investments aufzubauen und das sozusagen fortzusetzen, was der Verleger und auch Dr. Kallen ja mehr opportunistisch gemacht hatten. Die hatten ja, wie gesagt, Etsy haben wir ja erwähnt und dann gibt es noch eine ganze Reihe an anderen Beispielen, die sehr, sehr erfolgreich gemacht haben. Und in 2015 hat man sich dann eben entschieden, dass eben über eine dezidierte Investmentplattform eben strukturierter noch zu machen, systematischer zu machen. Und so haben wir eben Burda Principal Investments aufgebaut seit 2015 mit einem sehr internationalen Ansatz. Wir haben ein Team von 18 Leuten, die auf drei Regionen aufgeteilt sind, also auf Nordamerika, auf Europa und Südostasien. Genau, dann, damit wir jetzt nicht zu weit zurückgucken, Lass uns nach vorne schauen. Wir wollen über Expel heute sprechen. Das war ja der Anlass unseres Gesprächs und da sind wir jetzt im Cybersecurity-Bereich und da ist eine riesengroße Runde passiert, ne? Korrekt. Die haben jetzt gerade eine Series E announced wo wir eben über unseren Partner Fund Paladin jetzt unser erstes Investment im Cybersecurity-Bereich gemacht haben in den USA. Und Cybersecurity, ich finde das immer so ein ganz schwieriges Thema, weil man sich natürlich eigentlich wünschen würde, man bräuchte das gar nicht. Ne? Das hat ja immer was mit Gefahrenabwehrung, also mit Sicherheit natürlich, aber mit Gefahrenabwehrung zu tun. Kannst du uns mal kurz diesen Bereich mal umreißen? Warum reizt ihr euch so und was seht ihr darin? Es gibt, ich meine, in dem ganzen Cybersecurity-Bereich ist das ist ein Bereich, der
ja, leider muss man schon fast sagen, ja, immer größer wird, immer breiter wird, immer vielschichtiger wird, und damit auch für das einzelne Unternehmen, für den einzelnen Konzerne, oder auch selbst für kleine E-Commerce-Geschäfte ja schon ein echtes Thema wird. Auch das sehen wir auch bei uns im Portfolio immer wieder, wie viele Angriffe, Cyber-Attacks es eigentlich auch auf kleinere Firmen schon gibt. Mhm. Und das Spannende an dem, oder was heißt spannend, aber das Wichtige ist, dass man eben auch versteht, ist, dass ein Gründer, ein CEO auch persönlich dafür sozusagen gerade stehen muss oder einstehen muss, wenn er eben nicht alles dafür getan hat, sich dem so aufzustellen, dass er eben keine Data Leaks hat und so weiter. Und deswegen wird dieses Thema Cyber Security Solutions in welcher Form auch immer, da gibt es eine vielschichtige Wertschöpfungskette, gibt es dort, wird es immer präsenter und immer wichtiger und auch eine Sache, die an der einfach kein Unternehmen mehr vorbeikommt. Insbesondere dann, wenn man eben Consumer-Daten auch mit Consumer-Daten arbeitet. Und das tun die allermeisten von unseren Portfoliofirmen ja auch. Und deswegen haben wir uns mit diesem Thema natürlich auch intensiver beschäftigt und natürlich das Haus Burda mit Millionen von Kunden beschäftigt sich damit natürlich auch die ganze Zeit. Und wir haben uns jetzt im Fall von Expel mehr auf das Thema Managed Detection und Response eben konzentriert. Hm. Kannst du das nochmal ein bisschen vertiefen? Was heißt das genau? Weil also man kennt natürlich den Markt, in dem sich das Unternehmen bewegt, aber gerade aus eurer Sicht, also wie, jetzt hast du gesagt, es ist ein Co-Investment, aber trotzdem die Entscheidung zu treffen, man geht genau in dieses Unternehmen rein und investiert da, ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht, oder? Nein, aber wir haben uns da, wie gesagt, einfach diese ganze mit diesem Cybersecurity-Bereich haben wir uns mit dieser ganzen Wertschöpfungskette haben wir uns intensiver beschäftigt und wir haben auch eine ganze Reihe an Themen haben wir auch für uns zum Beispiel ausgeschlossen. Ja? Also wir zum Beispiel Cloud Security machen wir nicht, das ist uns für uns zu Deep Tech und auch eben auch nicht Consumer fokussiert genug. Website Security haben wir zum Beispiel auch nicht im Fokus, aber wir sind mit dem ganzen Detection und Response zum Beispiel, haben wir uns jetzt intensiver mit beschäftigt, wo eben Expel auch dabei ist. Identity Management ist ein Thema, was immer wichtiger wird, auch mit dem klaren End-User-Fokus. Digital Privacy ist ein Thema, mit dem wir uns näher beschäftigt haben. Also es gibt da eben eine ganze Reihe an Bereichen und ich glaube, was auch interessant ist, und das wir hatten diese Analyse mal, die machen wir immer regelmäßig, aber wir haben 2018, 2019, als wir unsere die Analyse gemacht haben, wo ist eigentlich das meiste Early-Stage-Money reingegangen, insbesondere in den USA. Also es wird also wirklich richtig early, also Seed und Pre-Seed, dann war das zu dem Zeitpunkt eben der ganze Cybersecurity- und Privacy-Bereich, erstaunlicherweise. Und so haben wir uns eben dann mit dem Thema relativ früh beschäftigt, weil jetzt natürlich aus dem Bereich, aus diesem, was 18, 19 Pre-Seed oder Seed war, kommen jetzt eben klassische Wachstumskapitalrunden raus, und die dann für uns interessant werden. Du hast ja vorhin schon gesagt, ihr habt drei Regionen, mit denen ihr euch beschäftigt, ne? Nordamerika, wenn ich es richtig verstanden habe, Südostasien und eben Europa. Ist denn so ein Cybersecurity-Unternehmen automatisch gleich global aufgestellt? Also anders vielleicht als im E-Commerce-Bereich oder sowas, denkt man sofort global oder haben die dann auch ihre lokalen Nuancen und Unterschiede? Die haben ehrlich gesagt schon alle ihren regionalen Fokus, würde ich sagen. Aha. Also wir haben Expel ist ganz klar auf USA fokussiert. Die versuchen natürlich schon auch dann auch nach Europa zu kommen. Wir haben uns jetzt, ich war jetzt vor drei Wochen erst das erste Mal wieder in Singapur, nachdem wir monatelang gar nicht reisen konnten, und haben uns in Singapur auch mit einem dort ansässigen Cybersecurity-Unternehmen beschäftigt und es auch angeschaut. Super spannend, und ich glaube, und die fokussieren sich wiederum sehr stark eben auf Südostasien. Und ich glaube, dass da am Ende, wenn da jeder sozusagen in seiner Region gut und stark wächst und sich entwickelt, dass das sicherlich dann auch irgendwann mal in einem Consolidation
Play endet. Aber im Moment sind die alle sehr stark darauf fokussiert, in ihrer jeweiligen Region erstmal zu wachsen. Und hast du eine Meinung dazu, wo Europa da steht? Ich meine, wir sprechen die ganze Zeit davon, dass Europa als digitaler Standort irgendwie sich schnellstmöglich fortentwickeln sollte. Wir reden über die Gaia-Cloud, was weiß ich was alles, also die europäische Datenautonomie. Aber zeitgleich müsste ja, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstehe, müsste ja auch die europäische Cybersecurity irgendwie mitwachsen. Ansonsten hat man ja irgendwie vielleicht ein doppeltes hausgemachtes Problem, oder? Ja, wobei sie auch das tut. Also ich, wie gesagt, ich kenne jetzt, also ich kann jetzt ja nicht über einzelne Namen reden, die wir uns da angeschaut haben, aber wir sehen schon auch, dass in Europa eine ganze Reihe an Themen sich entwickeln. Wir sind super bullish auf Europa an sich, auf Frankreich, auf Deutschland, auf England, wo wir auch ein Büro haben. Wir sehen eine Menge in Europa entstehen, auch im Baltikum. Und ich glaube, was ist auch genauso auch eine Artificial Intelligence. Gibt es eine ganze Reihe an, ich glaube, Aleph Alpha hat ja auch, ist ein prominentes Beispiel jetzt, das sehr stark und aus Deutschland raus unterstützt wird. Also ich glaube schon, dass da im Moment eine Menge entsteht und auch mit europäischem Geld sehr stark unterstützt wird. Und dann vielleicht letzte Frage nochmal dazu. Hast du denn generell Angst oder schläfst du schlecht, weil du denkst, unsere Daten sind generell immer mehr in Gefahr, weil du jetzt eben quasi die Cybersecurity eben, die Unternehmen auch kennst und natürlich in dem Kontext, wenn man so eine Due Diligence macht, auch deren Daseinsberechtigung kennst, ja, dann entwächst daraus ja möglicherweise so ein mulmiges Gefühl. Und hast du da Angst oder sagst du, nee, das kriegen wir auf jeden Fall alles hin? Nein, Angst habe ich keine. Also ich denke mal, wenn man muss sich mit dem Thema halt beschäftigen und das eben bestmöglich. Und dann, ich glaube, man wird ja auch über Zeit auch immer besser. Also auch diese, das sieht man auch, wenn man sich eben auch mit den Unternehmen da näher beschäftigt. Die werden ja auch von Tag zu Tag besser, sammeln mehr Erfahrung, mehr Datenpunkte. Also nein, Angst habe ich da keine. Das finde ich eine sehr klare und beruhigende Aussage, muss ich sagen. Dann vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, du hast mir erzählt, du warst gerade in Amerika und hast da auch dir, sag mal, den Kryptobereich dir noch mal so ein bisschen näher angeguckt und hast vermutet, dass da in den nächsten Jahren relativ viel im Umbruch ist. Magst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben? Ja, das ist spannend. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt und sich so, das Krypto-Thema ist ja immer sehr erstmal sehr weit weg und hört sich erstmal mal sehr irgendwie wenig greifbar an und irgendwie so ein bisschen so ein fast abgehobenes Thema. Aber ich glaube, was wir jetzt in den USA viel sehen, ist, dass eine ganze Reihe an Unternehmen an einer sehr anwenderbezogenen Anwendung oder Lösung eben auch arbeiten. Und ich denke, dass da sehr, sehr viel auch im E-Commerce-Bereich, aber vielleicht auch im Medienbereich wir sehen werden, wie praktisch ein Cryptocurrency eine neue Währung werden kann für Loyalität oder auch für eine neue Bewertung von Artikeln im Medienbereich und so weiter. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten 24 bis 36 Monate sehr viel consumer-bezogene Anwendungen sehen. Da bin ich relativ sicher. Finde ich super interessant. Ja, das können wir dann beim nächsten Mal, wenn wir sprechen, auch nochmal vertiefen. Aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, hängen denn aus deiner Sicht Krypto und Cybersecurity auch wirklich eng zusammen? Sind das zwei Themen, die vielleicht auch gar nicht ohne das andere können? Mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, da wird es eine sehr enge Verflechtung geben. Denn je mehr auch zum Beispiel das ganze Thema Krypto natürlich auch in den Consumer-Bereich sich verschieben wird und entwickeln wird und es dort auch mehr Anwendungen und Lösungen geben wird, desto mehr wird natürlich auch die Frage kommen, wie sicher ist eigentlich das Ganze. Von daher ist da schon eine sehr enge Verbindung. Ist schon so, ne? Ja, das dachte ich mir. Cool, Christian, dann sind wir von meiner Seite aus für den Moment durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nein, also ich glaube, wie gesagt, Jan, wir freuen uns auf das kommende Jahr und da können wir unser und dass wir da nochmal Border Principal Investments ein bisschen näher beleuchten. Total, ne? Da machen wir nochmal ein ausführliches Gespräch, auch zu euren ganzen Investmentthesen. Dann gehen wir auch das Portfolio ein bisschen durch, euer Team. Also da freue ich mich auch drauf. Das machen wir dann wahrscheinlich so, ich vermute mal im März. Ja? Super. Christian, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja? Danke dir, Jan. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's. Das war Christian Teichmann, der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ein ziemlich spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und ihr habt es ja gerade schon ein bisschen durchgehört. Wir planen eine weitere Reihe. Und zwar werden wir irgendwann, ich denke mal ab Februar oder März spätestens, werden wir anfangen, die wichtigsten Investoren in Deutschland vorzustellen. Und ja, darauf hat Christian gerade angespielt. Da werden wir dann auf jeden Fall Burda Principal Investments noch ein bisschen detaillierter besprechen. Da nehmen wir uns dann mehr Zeit für detaillierte Profile. Also das lohnt sich. Ist ein bisschen vergleichbar, das Format, mit dem, was nachher kommt. Denn um 16 Uhr kommen ja hier die jungen Startups mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Ich habe es ja vorhin erzählt. Drei junge Unternehmen, die alle jünger sind als 2 Jahre, maximal 1 Million Euro Investments bekommen haben. Und auch die haben wir ja im Kurzporträt. Und genauso machen wir das eben mit den Investoren. Wir wollen einfach zeigen, wie viele spannende Investoren es in Deutschland gibt. Und wollen auch so ein bisschen den Weg bereiten, die Brücke bauen für Startups, damit die nicht Hunderte an Pitchdecks verschicken müssen, sondern eigentlich genau wissen, an wen sie sich wenden können. So, dazu dann aber später mehr. Das ist, wie gesagt, ein Vorhaben fürs neue Jahr. Das nur kurz als Erklärung, weil der Christian eben schon davon erzählt hat. Wird ein tolles Format, kann ich euch jetzt schon versprechen. Das dann aber, wie gesagt, ab ungefähr Februar, März. So, bis dahin erstmal eine gute Zeit. Nachher nicht vergessen einzuschalten. Um 16 Uhr geht's weiter mit den jungen Startups. Bleibt mir euch einen tollen Tag zu wünschen und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao. Moss, euer Partner für alle Unternehmensausgaben. Mit Moss managt ihr alle Ausgaben an einem Ort und bezahlt mit starken Kreditkarten. Für jede Ausgabe mit Moss erhaltet ihr 0,4% Cashback. Mit dem Gutscheincode INSIDER nutzt ihr Moss 2 Monate kostenlos. Mehr Informationen auf getmoss.com/insider.